In meinem Sommertag hätte jüngere Schoneer Schäfer Johannes entschlossen, Gin hier von der Cialvrinoweide auf Arso zu treiben. Gin Weg hätte in Richtung Gune geführt. In Gune hat sich Johannes gestellt und auf ein Steh gesetzt, für ein Stück Brot und Fisch zu essen. Aus einem Felsspalt ist plötzlich ein Mischi rausgekommen, wo hat die Firsche ein Hirschgerste aufgelöst. Danke, junger Mann, hat die Maus gesagt. Johannes hat das Tier eine Stunde angelobt. Hab keine Angst vor mir, hat die Maus dazu gesagt. Ich heiße Alfred. Jetzt bin ich Maus, aber früher noch bin ich junger Mann gewesen wie du. Sie ist der auf den Knopf von Johannes gestrebelt und hat angefangen, ihm ihre Geschichte zu erzählen. Ein schöner Tag habe ich meinen Freund Peter, den Zauberer vom Undertale, getroffen. Und aus Spass haben wir den Hut fortflicken. Peter ist aber leider nicht guter Dinge gewesen und hat den Spass eben aufgegeben. Voll Zure hat er mich in eine Maus verwandelt. In diesem Zustand hätte eigentlich nur mein Mann zu bleiben, aber... Lieber ist er im Arzt im Haus gegangen, hat es stur so wie den Zauberer überrascht. Ein Blitz hat ihn getroffen. Er ist dicht gold gewesen. Und darum ist er erkrankt und ein paar Tage darauf gestorben. Ich bin der wie noch ein Maus und werde es ewig bleiben. Ich bin aber richtig zufrieden. Ich lebe mit mir Familie im Felsspalt und der Fluch hat mir einen gewissen Zauberhunsch geschenkt. Und jetzt erzähl mir du den Lebtag. Ich bin traurig, hat Johannes entschädigt. Weil das ist so der gere Vibo, aber ich finde nicht die richtige Frau. Du hast mit mir das Brot und ihn hier gestellt und ich will dir helfen. Vieres Mädchen, wo gefällt dir auf Gune und fragst du, ob sie will dich hier rote. Wenn das die richtige Frau ist, erschienen um auch plötzlich ein Haufen riffi blaue Berry. Johannes ist für diese Rot besonders zufrieden gewesen, hat Alfred dankt und ist flink im Abzug schon eingegangen. Ende Mano darauf hat er mehrere Dorfmädchen auf Gune geführt, aber um die Schäfer sind kein Blobobär gewachsen. Gegen Ende August hat Johannes Sibylle, ein Orems, aber richtig liebes Mädchen, mit grossen schwarzen Augen auf Gune geführt. Die junge Schäfer hat der Stunde zugesehen, wie überall, wo ihre Augen hingelogen, sind riffi Blobobär aus dem Boden geschossen. Der Wunsch hat sich erfüllt und Sibylle ist die richtige Frau für ihn gesehen. Johannes und Sibylle haben geheiratet und Alfreds ganze Familie ist zur Hochzeit gekommen. Alle sind zufrieden gewesen. Die Hochzeiterin und der Hochzeiter sind ziemlich Grischonei gewohnt und meine Familie ist in ihrer Felsen geblieben. Jede August haben sie alle wieder auf Gune getroffen, für miteinander das Spieße zu essen und Blobibäre zu lesen. Seit der Durchgangen Grischonera im August auf Gune blaue Berry lese, wo jetzt ja Johann riefen dort auf der Matte und auf der Bergwänge. Comenius Regio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.